Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben nämlich eine Packung, keine Ahnung wie das heißt, von der Firma Improba. Und das heißt Kasave Kröpöck oder Kroepoek. Gebacken in Sonne Bloemoli. 100%. Natürlich. Also ich weiß nicht, was das für eine Sprache ist. Keine Ahnung. Hier unten steht auf jeden Fall Indonesian. Ist das Indonesisch? Nein, bestimmt nicht. Das ist bestimmt Holländisch und wir wissen es nur nicht. Da stehen auf jeden Fall 1000 verschiedene Sprachen. Wir lesen mal kurz das Deutsche vor, was da drauf steht. Frisch gebackener Kasave Kröpöck. Also selbst beim Deutschen sind wir nicht weiter. Dieser Kasave Kröpöck von Improba wurde aus besten natürlichen Zutaten hergestellt. Tapioko-Mehl, Kasave, Mehl aus den Wurzeln dieser Pflanze und verschiedene Gewürze bilden die Basis für den Geschmack dieses leicht gewürzten und in 100% Sonnenblumenöl gebackenen Kröpöcks. Darf bei keiner orientalischen Mahlzeit fehlen, schmeckt aber auch gut als knuspriger Snack zwischendurch oder als Aperitifhappen-Tipp extra genießen, dann servieren Sie den Kröpöck mit einem mild pikanten Dip, wie zum Beispiel Improba Sweet Chili Soße. Also ich kenne ja Kröpöck als Pokémon, aber Kröpöck kenne ich nicht. Sieht auf jeden Fall komisch aus. 50 Gramm, so ein Tütchen, habe ich gedacht. Das ist so eine Art Chips, deswegen wollte ich das eben mal probieren. Ich zeige euch das nochmal kurz von meiner Seite aus, wie das eben so aussieht hier. Improba Kasave Kröpöck, gebacken in Sonne Bloemoli. 100% natürlich. Ja, Indonesien. Bin ich mal gespannt. Dip habe ich jetzt leider keinen da. Hallo Adi. 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 Genau, so sieht's aus. Geh mal da weg. So, 50 Gramm ist auf jeden Fall nicht viel. Zum Knuspern für zwischendurch. Wir sind gespannt. Wir machen das jetzt mal auf. Probieren mal eins von dem Kröpöck. Keine Ahnung. Ich weiß auch wieder mal nicht, wo es her ist. Aber das Geheimnis wird gleich gelüftet. Riecht auf jeden Fall nach nichts. Riecht eigentlich, wie wenn ihr eine Tüte Pombeeren aufmacht, diese gesalzenen, die Pombeer Classic. Haben auch so eine Farbe ungefähr. Ist das irgendwie sowas wie Krabbenchips? Nein, die heißen doch auch wieder anders. Also Krabbenchips, wenn ihr die auf die Zunge legt, die weichen ja gleich in der Zunge auf und wird... Nein, lass mich die zuerst probieren. Nein, du weißt nicht, was es damit auf sich hat. Wir probieren jetzt einfach mal den ersten. Schmeckt trotzdem irgendwie wie eine Art Krabbenchips. Nur, dass sie nicht weiß sind, sondern eben gelb. Weiß nicht. Probieren? Nicht? Schüttelt selbst der Adi mit dem Kopf. Ihr habt ja auch verschiedene irgendwie... Jetzt fummel doch mal da nicht rum. Ihr habt ja auch verschiedene Kräuter drin. Das hat also so komische Punkte an sich. Ja, was ist denn? Hier, guck doch. Schmeckt auf jeden Fall irgendwie würzig. Mit so einer Dipsoße kann ich mir das richtig gut vorstellen. Leider habe ich jetzt keine da. Ist auch richtig kross, richtig knusprig auf jeden Fall. Hat einen leicht fischigen Geschmack. Aber auch einen sehr würzigen Geschmack. Schmeckt wie eine Vorspeise beim Chinesen. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Kann man sich mal gönnen. Kann man mal probieren. Aber auch Adi.
Und du willst doch eh nichts. Wenn ich dir was gebe, sagst du nein. Komm mal her. Das ist auch runtergefallen, toll. Dann halt nicht. Esse ich den Rest eben auch noch. Habt ihr das schon mal gesehen? So komisches Cassave Kruppuck oder wisst ihr genau, was das sein soll? Ist auf jeden Fall sehr orientalisch, kann man aber snacken. Für zwischendurch wirkt auch nicht so fettig, wie wenn ihr jetzt so normale Kartoffelchips habt. Ist eben aus dem komischen Mehl, also die Wurzeln von der Kruppuckpflanze. Die wurden zum Mehl gemacht. Und mit diesem Mehl wurden dann die Cassave Kruppucks hergestellt. Oder auch nicht, keine Ahnung. Kann man sich geben. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.